bin begeisterte Tiffany-Glaskunsthandwerkerin. Lebendiges, farbiges Glas macht mich vollkommen glücklich und ich arbeite sehr gerne damit. Mein Mann ist Hobbymaler und Farben begeistern uns beide. Und besonders wenn Licht durch dieses farbige Tiffany-Glas scheint, dann möchte ich damit arbeiten. Und zwar in zwei verschiedenen Welten. Mit Worten und mit dem Handwerk. Deshalb habe ich ein Buch gemacht, zumal das erste Buch, wo ich einige meiner Tiffany-Lampen zeige. Aber ich mache auch sehr viele Engel. Engel, die in der Luft fliegen und Farben ausströmen. Aber wir fangen an. Ich fange an mit einem Gedicht. Das Licht. Wenn in der Dunkelheit die Schwärze zu bedrohlichem, drückendem, quälendem Empfinden wird, wenn in der Tiefe diese lauernde Ungewissheit immer näher kommt und du fast nicht mehr atmen kannst, mach dir Licht. Wenn in der Fastdunkelheit das dunkelgraue Schatten erzeugt, die lauern und auf deine Reaktion warten. Wenn das Dunkelgraue eine Stärke annimmt, die dich fast lähmt und schreckhaft stumm macht. Mach dir Licht. Wenn dir das schon bekannte schwarze Nichtwissen Mutlosigkeit, Verzweifeln und Angst bringt, wenn die Tränen keine Erleichterung, sondern Abgrund, Verlorenheit und tiefes Leid ausdrücken. Mach dir Licht. Sternenstrahl, Kerzenschein und Lampenlicht schenken Sehen, Erkennen, Gewissheit und Vernunft. Strahlendes Gelb und Weiß, wie die Sonne, wie der Tag, bringen Verständnis, Hoffnung und Glauben zurück. Denk daran, mach dir Licht. Und weil Licht mir so viel bedeutet, wie ich Ihnen das schon gesagt habe, und für mich Licht auch Engel bedeuten, jetzt ein Gedicht über meinen Schutzengel. Er fuhr mit dem Auto sehr gern und sehr gut. Sie fuhr mit, war aber immer auf der Hut, denn sie hatte Angst nach dem einen Unfall, obwohl nichts passiert war bei dem Zusammenprall. Kurz danach fuhren sie wieder einmal weg und er stieg ein. Sie folgte ihm. Plötzlich spürte sie quälende Pein. Sie fühlte sich hysterisch und voll Angst. Weißt du, wie das ist, wenn du um dein Leben bangst? Sie versuchte beruhigende Worte mit viel Vernunft, sprach wortlos auf sich ein mit all ihrer Kunst. Es half nichts. Sie hatte so etwas noch nie erfahren. Ein Psychologe hätte gesagt, ein Nachspiel der Gefahren. Sie saß im Auto und fühlte sich vollkommen verletzbar. Da war auf einmal eine stützende Kraft, die unsichtbar mit unvergleichlicher Macht die Angst durchbrach und ihr Sicherheit und Geborgenheit versprach. Sie wagte kaum zu atmen. Sie wollte die Kraft nicht stören, wollte genießen die Stille, die Ruhe, die Wärme und hören, wer oder was ihr die Rettung hatte gebracht, obwohl sie natürlich wusste, von wem sie kam, diese Macht. Die Kraft umhüllte sie mit Zuversicht und Liebe und verließ sie mit dem Glauben, dass alles so bliebe, wie es war. Sie müsse immer daran denken, dass im Leben sie Schutz hätte. Er, der Engel,
hatte ihn jedoch auch damals gegeben. Und das ist er.